In dem folgenden Video soll es um die Formatierung von Zeichen gehen, also ob Text zum Beispiel fett, kursiv oder anders im Aussehen verändert werden soll. Dabei werde ich auch noch einige Tricks zeigen, wie man besonders leicht Text markieren kann, um ihn dann zu formatieren. Alles, was ich in die Textverarbeitung eintippe, ist ja ein Zeichen. Sowohl die Buchstaben als auch die Satzzeichen und auch die Leerzeichen. Will ich zum Beispiel die Überschrift hier fett formatieren, so reicht es nicht, wie bei der Absatzformatierung, den Cursor in den Absatz zu setzen und dann das Absatzformat zu ändern. Da die Formatierung fett eine Zeichenformatierung ist, muss ich alle Zeichen markieren, die fett formatiert werden soll, also der gesamte Text, also sprich in diesem Fall ist es halt nur ein Wort. Dazu wähle ich das Wort aus, indem ich den Mauszeiger vor das Wort bewege, die linke Maustaste drücke und festhalte, zum Ende des Wortes ziehe und dann erst die Taste loslasse. Da jetzt hier der Absatz zu Ende ist, kann ich den Mauszeiger auch länger ziehen, also weiterziehen. Er muss aber mindestens bis zum Ende des Absatzes oder des Wortes gezogen werden. Dann lasse ich los und dann ist mein Wort markiert. Dann habe ich zwei Möglichkeiten, die Formatierung zu ändern. Entweder öffne ich den Formatierungsdialog, indem ich im Menü Format den Formatierungsdialog für Zeichen aufrufe, also hier mit dem Befehl Zeichen. Da könnte ich dann auf dem Tab Schrift unter Stil fett auswählen. Die Vorschau zeigt ja, was dann zu erwarten ist. Eine andere Möglichkeit ist die Benutzung eines Werkzeuges. Da das Fettformatieren relativ häufig verwendet wird, gibt es hier in der Werkzeugleiste auch ein Icon für das Werkzeug, um Fett zu formatieren. Da mein Wort markiert ist, kann ich einfach das Ganze anwählen und klicken. Ein kleiner Hinweis für den Fall, dass ich keinen Text markiert habe, sondern einfach den Cursor in den Text gesetzt habe. Wenn ich dann nämlich das Werkzeug Fett verwende, wird zunächst mal scheinbar nichts markiert, Fett formatiert, denn eigentlich ist ja das angeschaltet, aber es wird nichts fett dargestellt. Warum? Weil ich eben keinen Text oder keine Symbole habe fett formatieren lassen. Wenn ich allerdings den Cursor jetzt hier habe und dann schreibe irgendwelche neuen Worte, dann werden sie fett formatiert, weil ich habe quasi die Stelle, an der der Cursor stand, die Formatierung fett gegeben und dann wird das entsprechend geschrieben. Man sollte also möglichst nicht irgendwo den Cursor hinsetzen und dann eine Formatierung wählen. Meiner Meinung nach ist es immer besser, den Text zu schreiben, ihn dann zu markieren und zu formatieren. Das Markieren von Abschnitten ist natürlich auch wichtig, wenn ich eben zum Beispiel, wie jetzt hier das, was ich da eingefügt habe, löschen möchte. Man sollte zum Beispiel auch dann noch beachten, dass immer noch hier die Formatierung fett eingestellt ist. Das kann natürlich zu erheblicher Verwirrung führen, wenn man denkt, warum wird es dann plötzlich an der Stelle fett geschrieben. Deshalb klicke ich nochmal, um die Formatierung zu entfernen. Und wenn ich jetzt hier schreibe, dann wird nichts mehr fett geschrieben. Bei der zweiten Überschrift, die ja auch fett formatiert werden soll, möchte ich zeigen, wie man ein Wort schneller markieren kann. Dazu klicke ich einfach doppelt mit der linken Maustaste auf das Wort. Zur Erinnerung, ein einfaches Klicken führt dazu, dass der Cursor, also die Einfügemarke, an die entsprechende Stelle im Text gesetzt wird. Ein Doppelklick dagegen markiert das Wort, über dem sich der Mauszeiger befindet.
Egal wie lang dieses Wort oder wie kurz das Wort ist, es wird durch einen doppelten Klick immer das ganze Wort markiert. Sobald ich das Wort natürlich markiert habe, hier also Einleitung, kann ich es dann auch wiederum fett formatieren. Den Formatierungsdialog sollte man nur dann verwenden, wenn hier draußen die Formatierung, die gewünscht ist, nicht vorhanden ist, sonst dauert das einfach zu lange. Gehen wir zur dritten Überschrift. Hier habe ich jetzt mehrere Worte und daher funktioniert die Markierung mit Hilfe eines Doppelklicks natürlich nicht, beziehungsweise ich kann halt auch wiederum nur ein Wort markieren. Wenn ich allerdings jetzt dreifach klicke, und zwar in der Zeile, in diesem Fall also in dem Satz, der markiert werden soll, dann wird tatsächlich auch der gesamte Satz markiert. Und das funktioniert nicht nur bei einem Satz, der hier quasi alleine in diesem Absatz steht, sondern an beliebiger Stelle wird dann einfach der Satz markiert. Das Textverarbeitungsprogramm erkennt den Anfang und das Ende des Satzes anhand der Satzzeichen. Also hier ist der Punkt, der den vorherigen Satz beendet. Und hier ist der Punkt, der meinen aktuellen Satz, den ich jetzt gerade markiert habe, beendet. Formatieren wir jetzt mal die Überschrift. Man braucht diesen Dreifachklick natürlich oder kann diesen Dreifachklick natürlich auch dann verwenden, wenn man zum Beispiel einen Satz in dem Text löschen will. Nicht nur formatieren oder was auch immer man da machen will. Ja, du kannst dir jetzt wahrscheinlich denken, was passiert, wenn ich vierfach klicke, oder? Denn dann wird nicht nur der Satz markiert, sondern gleich der gesamte Absatz, auf den ich vierfach geklickt habe, und zwar egal, wie groß er ist. Achtung! Wer ein Problem mit einem Doppelklick hat, wird natürlich auch bei einem Dreifach- und bei einem Vierfachklick etwas Probleme bekommen. Deshalb sollte man das am besten ein bisschen üben, dass man das Klicken zweifach, dreifach und vierfach hinbekommt. Denn das Markieren mit Hilfe eines Mehrfachklicks geht wirklich sehr schnell und erspart das etwas umständliche Fummeln mit dem Mauszeiger, an die richtige Stelle zu kommen. Die richtige Stelle zum Loslassen der Taste zu finden. Vor allem, wenn man eben tatsächlich wirklich nur einzelne Wörter markieren will oder eben einen Satz, dann geht das so viel wesentlich schneller. Was man machen sollte, ist, dass man erstmal das regelmäßige Klicken einfach übt, ohne gezielt eine bestimmte Anzahl hinzubekommen. Es geht darum, herauszubekommen, welche Geschwindigkeit ich hintereinander haben muss. Und wenn man diese Geschwindigkeit kennt, dass man also nicht zu schnell und auch nicht zu langsam ist, kann man dann versuchen, gezielt zum Beispiel mal ein Wort oder an einem Satz zu markieren. Die Fettformatierung, die wir noch gerade hier bei den letzten Abschnitten durchführen, ist natürlich nur ein Beispiel für eine Formatierung von Text. In dem Formatierungsdialog im Menü Format und Zeichen gibt es noch viel mehr Beispiele. Neben der Schriftart kann ich eben auch den Stil verändern. Fett, Kursiv, das ist das gleiche wie Italic. Die Schriftgröße, interessant sind eventuell auch noch die Schriftfarben, Überstreichung, Durchstreichung, Unterstreichung, Relief führt dazu, dass das Ganze etwas geprägt, erhaben oder vertieft ist. Das sind aber alles Formatierungen, wie auch zum Beispiel das Blinken oder ausgeblendet, die nicht unbedingt sinnvoll für Bewerbung oder für persönliche Darstellung sind. Man sollte auch bei der Schrift eine nicht zu sehr auffällige Schrift, eine glatte, reicht aus.
Auch die Schriftgröße sollte nicht zu groß und auch nicht zu klein verwendet werden. Lieber etwas zurückhalten. In diesem Fall mache ich die ganzen Änderungen jetzt mal, die ich eingestellt habe, rückgängig und lasse die Überschrift so, wie sie ist.